Yeah, let's go. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wir haben die nächste 99er Pro-Player-Card Review auf meinem Kanal mit Maurice Jovic. Hertha Profi, Elite-Schwitzer, FIFA-Sympathisant. Der Typ, Leute, diese ganzen Hertha-Profis, ihr glaubt es mir nicht, aber ihr wisst nicht, wie viel FIFA die alle zocken. Und Momo hat jetzt als zweiter von der Mannschaft seine Pro-Player-Card bekommen. Und Leute, supportet auf jeden Fall dieses Video. Sowas gibt es auf ganz YouTube gar nicht, diese ganzen Pro-Player 99er Card Reviews, das gibt's auf YouTube nicht, weil die ganzen Profis gar nicht so gut mit den E-Sportern sind und die haben gar keinen YouTube-Channel. Also sowas gibt's wirklich nur auf diesem Kanal und Momo hat sich extra die Zeit genommen und kommt heute her an einem Freitag. Wir werden gleich die Weekend League nämlich spielen mit dieser Karte, beziehungsweise Momo wird euch diese Karte präsentieren in der Weekend League. Ich darf ja nicht spielen. Macht auf jeden Fall die 10.000 Likes auf dieses Video voll. Folgt Momo bei Instagram auf jeden Fall. Der Mann hat, glaube ich, fast 7.000 Follower, macht da auf jeden Fall die 10.000 Likes voll. Supportet den Mann, ist ein super Typ und außerdem schwitzt er auf Elite das ein oder andere Mal. So, Freunde, und ihr habt vielleicht das Video schon gesehen mit Sydney, wenn nicht, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Momo, rechtes Mittelfeld und Sydney ist eher Sechser gewesen und das seht ihr auch direkt. Er hat 97 Schießen, 99 Tempo, 99 Dribbling, 96 Defense, 84 Physics und 98 Passen. 4 Sterne. Und was diese Karte so krass macht, Freunde, ist, glaube ich, wirklich 4 Sterne Weakfoot. Er ist 1,75, Freunde, 4 Sterne Weakfoot, Rechtsfuß. Das Einzige, was eventuell Mittel und 3 Sterne Skills, das ist so das, was nicht so geil ist. Aber Leute, guckt euch bitte diese Werte an. Ja. 99 Antritt, 94 Sprintgeschwindigkeit, 99 Stellung, also ihr seht es ja selber, aber was wirklich ganz, ganz krass ist, und das kann ich euch jetzt schon sagen, wir hatten schon mal eine Aufnahme gestartet vor 2 Tagen, aber OBS hat es verkackt. Und Eli. Und ich auch, deswegen machen wir es heute nochmal neu und ich habe schon ein paar Spiele gesehen und ihr seht es bei der Defensive, er hat 99 Defensivbewusstsein. Und das merkt man wirklich krass. Er erobert die Bälle da vorne, nachdem er sie manchmal verloren hat, so krass zurück am gegnerischen Strafraum und knallt ihn dann einfach ein. Also das ist wirklich unglaublich. Ihr werdet es gleich auch in-game sehen. Du kannst dich einfach überall spielen. Rechtsverteidiger, Sechser, Innenverteidiger, überall. Er wird Weekend League spielen. Also nicht irgendwie hier Einzelspieler oder Division Rivals, sondern es geht um was. Es sind zwar die ersten Spieler, aber es ist Freitag früh. Da sind die ganzen Schwitzer online. Momo, viel Spaß. Danke, danke. Wirklich 9-0 habe ich mir erstmal als Ziel gesetzt. 9-0, nicht 10. Warum 9. nicht 10? Weiß ich nicht. Mein kleiner Bruder hatte letztes Mal 9-0. So, Leute, und jetzt ist der Moment, wo sich Bugatti FC denkt: Ach du Scheiße! Rechtes, oh, ich spiele gegen Pro-Player-Card, der nimmt gerade sein Handy in die Hand und schreibt seiner ganzen Familie, dass er jetzt gegen einen Profi spielt. Und es war schon bei Sydney so und er hat mir auch schon gesagt, die schwitzen alle um ihr Leben, wenn sie gegen Profi spielen. Aber das würde ich auch machen. Jetzt mal mit links, versuch's doch einfach mal. Versuch's doch einfach mal. Da ist er doch! Maurice Gut Schottel. So. Linksfußballer, ich hab's euch gesagt, Freunde. Der hungrige Löwe. In der letzten Aufnahme wollte er nie mit links schießen. Aber er versteht sich, dass es 4 Sterne Weakfoot mit 97 Schießen, das ist voll die Verarschung. Und voll viele haben ja gesagt, hä, wie bekommt man diese Pro-Player-Karte im letzten Video? Leute, diese Karte bekommt ihr nur, wenn ihr Fußballprofis seid. Ich hab erzählt. Am ersten Release-Date habe ich direkt EA geschrieben, denen meinen Pass und sowas alles geschickt. Dann haben die mir halt geantwortet, dass es ein bisschen Verzögerung geben kann und. Und dann hat es halt ordentlich lang gedauert. Ich habe da auch ein, zwei Mal Stress gemacht, muss ich sagen. Das tut mir auch wirklich leid, wenn es irgendjemand von EA sieht. Und sie war einfach da, ne? Einfach da. Am Morgen stand da ein nicht zugewiesenes Objekt. Ich dachte, ja, okay, ich habe wieder irgendeine Aufgabe geschafft oder irgendeinen Squad-Builder, keine Ahnung was. Und dann war aber die Karte da. War schon krass auf jeden Fall. Weil ich sie nicht mache. Mhm. Aber Leute, das meine ich. Der holt sich die Bälle so krass zurück. Das macht er so oft. Maurice! Oh, nein! Son, ey, du musst reinfliegen. Shit, echt scheiße. Kurz. Ja. Das war so ein Ding mit Ruhe so ein bisschen. Weißt du, weil der hatte so. Ach, diesen... Leute, ich weiß nicht, ob wir drauf eingegangen sind, nee. Aber er hatte Ruhe. Wie viel? 68, glaube ich. Ja, also, das ist ein bisschen Abfuck, weil du merkst schon, wenn du in 16er reingehst. Und da sind so 3 Mann oder so, die dich verfolgen, dann... Echt, ja? Ja, merkt man schon. Oh Gott. Ah, wie kommt der... Seht ihr, Leute, er war schon...
weil er so ein krasses Defensivbewusstsein hat, glaube ich. Der erobert so oft die Bälle, nachdem er sie verloren hat. Das ist heftig. Schon so ein bisschen die Karte zu. Da holst du dir wieder mit deinen 99 verteidigen. Schön. Schön, Momo. Schön gemacht. Das ist so eine unfaire Karte. Bei Sydney ist es nicht so. Sydney erobert den Ball, aber er kann nicht schießen. Sydney's Schusswerte sind wirklich nicht so gut. Guck, der weiß schon, dass ich sowieso auf Jovic spielen will. Das ist halt so ein... Aber du kannst ihn ja immer anspielen, ja, zum Beispiel. Besser, eiskalt einfach. Also Leute, das ist... Ihr seht es nicht, weil ihr nur die Highlights seht, aber es ist voll krass, was der auch so generell so macht in-game. Und hier seht ihr das. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe. Er hat 96 Ausdauer. Das heißt, der Typ kann auch ganz souverän durchspielen und kannst auch viel mit dem sprinten. Und was er vorhin gesagt hat mit der Ruhe, ne? Er hat halt 68 Ruhe. Momo sagt, dass das nicht so geil ist, weil dann, wenn ihn Leute verfolgen oder irgendwie enge Situationen sind, was ist dann? Ja, dann, wenn ich dann zum Beispiel zum Schuss probieren zu kommen, dann macht er schon ab und zu mal so einen komischen Fehler oder der Schuss geht halt irgendwo ins Nirgendwo. Aber ansonsten kann man natürlich nicht meckern über so eine Karte, kann ich natürlich. Uiuiui. Nesta, Eder, Militao. Gibt's bessere Spieler zum zweiten, Alter? Ja, das sieht verschwitzt aus. Teles, Alter, wo kommst du denn her? Was denkt der sich denn? Der denkt sich, ach du Scheiße. Ja. Erstmal den Namen googeln. Ja. Ich würde um mein Leben spielen. Ja! Jetzt wird's verschwitzt. Krieg ich bestimmt bei Insta noch eine Nachricht. Kriegst du oft eine Nachricht, wenn du gegen die zockst? Ja, nach dem Spiel immer meistens. Der kann gar nichts. Ja, Nesta, auf geht's. Zeig doch mal was. Oh, ich löffel einen rein. Jetzt kann ich mal ein bisschen hier schwitzen. Geil. Momo will ihn. Momo, da ist er doch. Momo kriegt ihn auch. Da ist er doch schon wieder. Digga, vier Tore, alle vier von dem Typen. Also sag's euch so, eine Offensive... Oh, komm wieder raus. Nee. Haben sie gut getroffen. Nee, geh doch mal raus. Also es ist ein Riesenunterschied, ob du eine Offensive oder eine Defensivkarte hast, allein wegen den Schusswerten. Ja. Aber Jordan und Sydney haben die gleichen Werte. Es ist immer es ist ein Wert, der nicht über 90 ist. Okay. Also Jordan hat auch 99 Passen, 99 Dribbling und so. Der kann nur nicht schießen. Er will 84 Schießen bekommen. Also es variiert immer ein bisschen, Leute. Das kann ich nicht, Digga. Ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Das ist einfach so. Ja, hier so den Typen anspielen und jetzt Platz und jetzt stecken. Das machst du sensationell. Nein. Wie ein E-Sportler hast du das gemacht. Großer Mann. Heuming Song. Ja, okay. Ist okay. 2-0 erstmal. Erstmal ein bisschen Ruhe holen. Ruhe verschaffen, ey. Aber das ist unrealistisch. Das war ein Kaktor. Wirklich hole, nicht so leicht herschenke. Oh, der Ball. Aber es macht immer noch Ruhe. Steht 2-2. Willkommen in der Weekend League, Momo. Nee. Der Ball, ja! Was du für ein Fuß bist, Maurice Šović. Aber du vergisst, glaube ich, dass du 97 Schießen hast und 4 Sterne Weakfoot. Der kann, natürlich kann der reingehen. Ja, den macht er gut. Den macht er super. Ich glaube, von den 5 Toren waren 4 mit links übrigens. Und vorgestern wollte er nie mit links schießen. Das müssen wir auch eigentlich nochmal thematisieren. Alter, da saß ich hier vorgestern nach anderthalb Stunden, haben wir hier einen Wolf in Division Rivals geschwitzt. Und der ruft mich eine halbe Stunde später an und sagt, oh nee, das hat nichts aufgenommen. Ja, das war nicht meine Schuld. Ich hätte es mir auch nicht so gewünscht. Alter. Hör doch mal auf. Boah, wenn du nicht bei der Sache bist. Jetzt. Guck mal, wie offen der ist. Jetzt. Schön gespielt. Schön gespielt, Šović. Schön gespielt, weitermachen. Der Typ holt, ich sag's dir, wenn er das Video hier sieht, der holt. Ich möchte, dass du in die Kommentare schreibst, wie viel du holst. Ich sage Gold 2. Der Mann tut sich hier so schwer. Ruhig bleiben. Lass dich nicht locken. Jetzt. Lange Eck auch einmal. Ah, der hat gesteuert. Ein bisschen laufen müssen. Das ist okay, das Ding ist durch, Maurice Šović. Das Ding ist gegessen. Hast du dich jetzt nicht mit Glanz bekleckert, aber das ist okay. Es ist okay. Jesus mit Corona. Glanz bekleckert. Dann wäre schon tot. Aber er kann es trotzdem.
So, ich habe irgendwelche schwarzen. Mein Gott, was ist denn das hier heute? Das kann doch nicht das dritte Spiel sein. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber guck mal, der spielt. Hör doch mal auf, bevor du jetzt irgendwas erzählst. Der hat drei Legends gekauft allein, drei Icons. Digga. Mbappé hat der, Politano hat er sich erschwitzt. Also ich sag so wie es ist, wer Roy Keane spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. So viel kann ich dir dazu sagen. Ja, da ist. Ich stell mich auch hier wirklich meine Karte vor gute Prüfungen. Bomoro läuft. Zwei. Guter. Was macht der? Der kann nicht verteidigen. Ja? Nee. Konaté, hast du Zeit? Leck mich doch am Arsch, ey. Guter Ball. Sweaten. Gut. Vielleicht nicht. Konaté ist bei ihm. Hat schon das Upgrade schon bekommen bei ihm. So spielt man FIFA 20. Alles weiter. Tor. Tor! Tor! Maurice Šović. Wichtiges. Der kann auch scheiß Kopfbälle. 99 Ding. Sprungkraft, 99 Kopfballpräzision. Ich habe noch nie einen Hector geführt gemacht. Der muss zu sein. Come on. Ich glaube, der Außenverteidiger ist eine haben nicht hinten. Nee, Sidney hat bei der Formation hat er auch nach vorne. Ach, Digga, das ist doch. Mann, ey. Oh. kann ich nicht ganz nachvollziehen, was ich sage. Digga, aber der hat doch wirklich jeden 50-50 Ball. Guck mal. Ja. Ah, ja. Ja. Das ist alles auf dem Plan. Das ist alles auf dem Plan. Steck jetzt. Tritt drauf. Gut. Links. Gut. Nochmal. Oh. Ich dachte, der wäre drin. Schön. 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 Schön gemacht. Schön gemacht. Digga. Der ist wichtig. Aller E-Sportler hier. Sah aus wie von Elias N97. Ich spiele nicht übrigens. Ich spiele nicht. Das ist er. Das ist schön. Schön. Heuming. Oh. Guter Körper. Versuch's. Oh. Ich hab den dritten gesehen. Nein. Ist gut. Jetzt musst du nach vorne spielen. Du hast den letzten Angriff. Es kann nichts mehr passieren. Es kann nichts mehr passieren. Außer ein Tor. Oh. Oh mein Gott. Wie hält er ihn? Nee. Also, hör doch mal auf. Das habe ich noch nie gesehen. Wahnsinnig gut, ne? Boah, das ist eine bittere Statistik auch. Aber weitermachen, Maurice Šović. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich coach dich hier. Ich bin da für dich. Er hat niemanden, der hinter ihm steht und ihn sagt, weiter, weiter. Das hat er nicht. Das bringt einen weiter. Links. Oh mein Gott. Da auf dem linken. Der wäre FIFA 19. FIFA 19 mit Time, finde ich, wäre das Ding ganz locker drin. Ja. Es geht Mensch! Ich kann dir da auch leider nicht helfen, das Ding. Ich bin so schlecht in Elfmeter. Das sieht aber, glaube ich. Ja, okay, ich dachte, du schießt da hinten. Rechts, 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 rechts. Oh, boah, nee, wenn ich das schon sehe. das kann er gut, ey. Ich mach mal Sydney. Das ist aber nicht Sydney. Oh mein Gott! Was hat das? Den trifft er gut. Links, Mitte, rechts. Oh, Alter, eine Fresse! Das links, Mitte, rechts. Gut, du bist der krasseste Elfmeterschütze. Ja, das ist ganz viel Lack. Ist ja gar nicht. Ich denk's im Kopf. Zeig doch mal deine Glatze, Mané. Lass mich doch mal sehen. Rechts. Bitte. Ja, Donnarumma! So. Boah! Sind alle sicher? Sind alle sicher? Wie schießt du die? Mitte! Links. Rechts! Mitte. Das ist nicht rechts! Das ist Mitte! Ich wär safe in der Mitte stehen geblieben. So, Kanté, wenn er den macht, ist es vorbei. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Ich halte mich doch raus. Mitte! Nein. Nein! 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 Warte, wenn du den hast du gewonnen. Ja, super. Boah, das macht er gut, ey. Warte mal, jetzt. Du musst vor, ne? Čović! Alter! Der ist gut. Der ist gut. Jetzt guck! Jetzt hat der Druck! In den PC rein. Siehst du den braunen? Der braune Stift hinten in der Hose! Nein! 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 Warte. Guck mal, jetzt verarsche ich ihn. Er denkt, ich mache die Taktik wie vorhin, aber dabei schieße ich ihn auch dahin. Er weiß es. Oh mein Gott. Ey, ich habe noch nie so viele Elber reingehen sehen. Ihr könnt, glaube ich, beide keine...
Mitte. Rechts. Rechts. Rechts! Das ist die Weekend! Leg mich doch am Arsch. Okay Leute, das war's vom Video. 3 Spiele Weekend League, ihr habt's gesehen, auch Profis tun sich hier schwer. Auf jeden Fall, Freunde, supportet das Video, damit es so viele Leute wie möglich sehen. Ich hoffe, wir knacken die 10.000 Likes auf dieses Video. Checkt auf jeden Fall auch Momos Instagram ab. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und Freunde, kommentiert Elite-Schwitzer. Ja, kommentiert Elite-Schwitzer. Es wird noch viele Player-Reviews mit den Profis kommen. Das war's von uns, Freunde. Haut da rein. Ciao.